ein ganz herzliches Dankeschön für die großartige musikalische Begrüßung. Ihr seht, genauso wie ich es sehe, es haben sich auch heuer wieder viele, viele Musikbegeisterte aufgemacht, um euch zu hören und zu erleben. Und ich kann das selber sehr gut nachvollziehen, mir geht's auch so. Ich habe mich seit Wochen schon auf dieses Konzert gefreut. Und so will auch ich nun in eure Begrüßung mit einstimmen und sage in die Runde herzlich willkommen zum Konzert unserer Jublamour. Und wie das so üblich ist, darf ich zu Beginn ein paar Ehrengäste begrüßen. Ihr habt gerade gesehen, wie die Stellvertreterin des Direktors der Musikschule, die Elisabeth Isep, nochmal zu mir gekommen ist. Sei herzlich willkommen. Sie hat mich an zwei Dinge erinnert. Zum einen habe ich gedacht, ja okay, natürlich sollten wir stellvertretend für alle Lehrerinnen, Lehrer, Direktorinnen, Direktoren auf jeden Fall ganz besonders als Ehrengast den Direktor unserer Musikschule, Walter Griechenick, herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Und zum anderen hat sie mich an was ganz besonders Wichtiges erinnert, was ich vergessen hatte, in mein Konzept zu schreiben. Sie hat mir ein Handy gezeigt, was auf der Toilette liegen geblieben ist. Sollte jemand ein Handy mit irgend so einem schönen Anhängerchen vermissen, das liegt nachher draußen an der Theke. Und alle anderen dürfen jetzt gern auch für die nächsten Minuten und Stunden ihr Handy vermissen. Bitte seid so gut und versucht nicht mit euren Handys ein bisschen Musik zu der Musik dazu zu machen. Das wäre schade. Und ich möchte noch einen Ehrengast ganz herzlich begrüßen, stellvertretend für alle, die in unseren Zeiten an den verschiedenen Orten politisch tätig sind. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Gabi Haller und danke ihr sehr, dass sie ihren Ehemann, den Bürgermeister, mitgebracht hat. Und Sie alle natürlich als Ehrengäste der Jublamour. Sie haben bei Ihrer Terminplanung für heute ganz genau das Richtige angekreuzt. Denn ich kann Ihnen sagen, dieses Konzert wird ein Hammer. Das hat die Jublamour eben selbst schon mit diesem ganz ungewöhnlichen Einstieg gezeigt. Klezmer. Klezmer ist ein Musikstil, der vor 100 Jahren noch allerorten gespielt wurde, der sich aber erst in den letzten Jahrzehnten dann wieder einen festen Platz in unsere Ohren hineingespielt hat. Die Jublamour hat mit dem Stück Klezmer Junior einen fulminanten Start hingelegt und ganz nebenbei mit diesem Stück auch ihr Können beim heurigen Landeswettbewerb unter Beweis gestellt. Aber dazu später noch mehr, denn wir sind ja zum Musikhören gekommen und damit soll es nun endlich auch weitergehen. Und zwar geht es an dieser Stelle weit hinauf, nämlich bis zur Ritterburg. Thank you.
Ritterburg. Ach ja. So haben jetzt vielleicht manche von Ihnen gedacht und sich ein bisschen träumend zurückgelehnt. Ach, war das noch schön, als wir selbst in unseren Kinderzimmern oder vielleicht draußen im Garten Ritterburgen errichtet haben. Und ach, war das schön, als wir mit den Kindern, die heute schon etwas größer und vielleicht hier vorne auf der Bühne sind, vor ein paar Jahren noch deren Ritterburgen mitgebaut haben. Und ach, war das schon schön. Oder besser gesagt, es ist so schön, in unseren Träumen auch die eine oder andere Burg neu entstehen zu lassen. Das eine oder andere Luftschloss zu bauen. Denn es ist doch egal, ob gerade heißer Sommer oder Gewitter oder Hagel oder was auch immer ist. Wenn man dabei ist, im Herzen ein Luftschloss zu bauen, dann ist eigentlich immer Frühlingszeit. Springtime eben. Schönes Stück, ne? Springtime. Aber hallo, Frühlingsträume sind natürlich etwas Wunderbares und sie nehmen schon manchmal himmlische Dimensionen an, wenn man so dahin träumt, aber aufgepasst, bitte nicht gleich abheben. Sonst fällt man am Ende ziemlich hart am Boden wieder auf. Und das heißt dann nicht mehr Frühlingsgefühl, sondern Skyfall. Und zu diesem fantastischen Stück, Skyfall, darf ich Ihnen heute noch eine weitere Mitwirkende vorstellen. Eine junge Frau mit einer unglaublichen Stimme. Gerade hat sie maturiert mit ausgezeichnetem Erfolg. Begrüßen Sie mit mir Sarah Lagger. Sie singt uns Skyfall.
Skyfall. Da bricht was ein, da fällt was zusammen, wie eine Warnung, dass man gar nicht erst so hoch hinaus träumen soll. Aber wie soll man das machen? Ihr, liebe Jublamu, habt uns in solche Träume von Schlössern und Burgen und Himmel und Frühling hineingeführt, habt es in uns geweckt. Das will man ja nicht so schnell wieder aufgeben. Erst recht nicht, wenn ihr so wunderbar dazu musiziert. Und wenn ich mir dann also doch noch ein bisschen gönne, nur ein klein wenig weiter zu träumen, dann kann ich nicht anders. Dann fliegen meine Gedanken ein bisschen weiter weg in Richtung Ferien. Ich vermute, das können ein oder zwei nachvollziehen. Ferien. Ich war letztes Jahr in Irland. Irland. War das schön. Sagt, könntet ihr vielleicht so gut sein, heute einmal nur für mich und für alle anderen im Saal, die jetzt auch gerne auf dieser Insel wären, ein paar Irish Dreams zu spielen? Ja, am Applaus hat man schon gemerkt, dass der eine oder der andere sich doch an das eine oder andere Guinness erinnert. Liebes Konzertpublikum,
Vielleicht geht es Ihnen ja genauso. Man hört das eine oder andere Stück und erinnert sich dabei vage, wo man das vielleicht schon mal gehört hatte. Und auch das fließt in die eigenen Träume mit hinein und macht den heutigen Abend zu einem ganz besonders außergewöhnlichen Genuss. Weil man ja etwas Schönes gerne immer wieder mal hört. Und dann, ganz plötzlich, wird man geweckt. Weil man auf einmal Töne, eine Musik, ein Werk hört, das einem völlig neu ist. Verzeihen Sie bitte in diesem Zusammenhang, dass ich am Anfang gesagt habe, dieses Konzert wird ein Hammer. Denn wenn ich jetzt vom Aufwecken spreche, fürchten am Ende vielleicht schon, dass jetzt der Hammer kommt. So war es nicht gemeint. Ich bin zwar überzeugt, dass uns das nächste Stück aus den Erinnerungen an liebgewordene Töne herausholen und in diesem Sinne eben wecken wird, aber auf eine ganz sanfte, vielleicht aber doch etwas beschwingte Tour. Vorhang auf für Verkanner. Thank you.
finde schon. Zart und doch musikalisch sprudelnd, dieser Hammer von Musik. Und ich habe nebenbei noch einmal ein bisschen überlegt, was für ein Hammer dieses Konzert bis jetzt eigentlich schon gewesen ist. Was ist es so für ein Hammer? Vielleicht haben Sie das auch schon mal gemacht, dass Sie an einem Bach so ein Wasserradl gebaut haben, mit so einem kleinen Hammer dabei, wo man dann nicht nur das Klopfen, sondern auch dieses Tröpfeln, das Sprudeln und die Frische vom Wasser hört. Ein Hämmerchen sozusagen. Und jetzt? Jetzt muss natürlich auch mal Zeit für einen richtigen Hammer sein. Wir hören Queen in einer Fassung für Blasorchester mit Bohemian Rhapsody. Was für ein Hammer, diese Musik. Was für ein Hammer, ja, oder eben Paukenschlag. Und nun, ja, wenn man sich andernorts auf später verabschiedet, dann sagt man manchmal, ciao, ciao. Und Sie ahnen, welches Stück ich damit ansagen will. Bella Ciao. Es ist ein mittlerweile schon recht altes Lied, das in ganz unterschiedlichen Zeiten und mit auch ganz verschiedenen Texten gesungen wurde. Aber immer wieder ist dieses Ciao nicht
der Inbegriff eines Abschieds, sondern sozusagen ein bis später. Ein genialeres Stück für den Einstieg in eben nur eine Pause könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wir hören also Bella Ciao und sagen dann für etwa 20 Minuten bis später. Thank you.